Herzlich willkommen zu unserem neuen Talk-Format Mahlzeit. In gemütlicher Frühstücksrunde wollen wir mit unseren Kunden über Digitalisierung im Allgemeinen sprechen und ECM-Projekte mit Optimal Systems. Mein Name ist Anke Laumeier-Grande und ich freue mich, heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen, Michael Reinhardt von der Expert. Er ist Abteilungsleiter bei der Gesellschaft der IT. Hallo, Herr Reinhardt. Hallo, schönen guten Morgen, Frau Laumeier-Grande. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen in Berlin sein zu können. Herr Reinhardt, Expert ist wohl einer der bekanntesten Fachhändler für Unterhaltungselektronik mit über 400 Standorten in Deutschland. Und ganz ehrlich, mich würden Sie immer in der Abteilung für Haushaltsgeräte finden. Im Frühjahr haben wir uns erst eine Eismaschine gegönnt. Wo würden wir Sie finden? Also in der Haushaltsabteilung sicherlich gibt es spannende Produkte, aber mich persönlich finden Sie dann doch eher in dem Computerbereich oder auch im Handybereich. Ich selbst habe mir gerade jetzt neue AirPods gekauft und ja, also das Thema Handy oder ich liebe meine Apple Smartwatch, möchte ich auch nicht drauf verzichten. Also bin da sehr digital und eigentlich auch meine ganze Familie. Also wir haben zu Hause unser Haus so smart gemacht, nach und nach, ob das jetzt die Klimatechnik ist oder die Rollläden, Lichtsteuerung. Also wir lieben das und wollen da auch nicht mehr drauf verzichten. Würden Sie sagen, Digitalisierung wird bei Ihnen zu Hause großgeschrieben? Auf alle Fälle, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht Ihr Arbeitsumfeld aus? Wie weit ist da die Digitalisierung vorangeschritten? Ja, also im Rahmen jetzt bei Expert, also ich bin jetzt 18 Jahre bei Expert, da ist das Thema Digitalisierung immer ein Thema, weil im ersten Schritt geht es natürlich darum, Prozesse mit der Digitalisierung zu vereinfachen, zu optimieren. Wir haben auch das ganze Thema auch noch weitergetrieben. Das heißt, wir haben dann auch, also Schwerpunkt ist ja auch Schulungen, Wissensvermittlung in meiner Abteilung. Und wir haben es früher immer sehr viel über Präsenzschulungen gemacht und sind dann aber auch immer weitergegangen in die Digitalisierung. Wir haben sehr viele Inhalte jetzt über E-Learnings aufbereitet, machen Webinare und haben damit eben auch sehr gute Erfolge erzielt in der Wissensvermittlung. Und ja gut, Corona-bedingt, pandemiebedingt, natürlich geht das Thema weiter in der Zusammenarbeit. Also etwas, was früher ja fast undenkbar gewesen ist, ist heute Normalität. Also ich sage mal, das Arbeiten in virtuellen Teams, das ist auch ein ganz, ganz starker Aspekt bei Expert in der Digitalisierung. Die Kombination, sag mal, das im Büro sein, im Homeoffice sein, also diese hybriden Teams, das virtuelle Arbeiten. Und das sind bei uns so die Schwerpunkte im Rahmen der Digitalisierung. Was der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Müller zu der Digitalisierung sagt und wie seine Herausforderungen für die Zukunft aussehen, das haben wir ihn in Langenhagen gefragt und ich würde sagen, wir schauen einfach einmal ran. Ja, mein Name ist Stefan Müller. Ich bin seit 20 Jahren bei Expert und seit 3 Jahren Vorstandsvorsitzender der Expert SE. Ich glaube, erstmal ist Digitalisierung für jedes Unternehmen und auch für Expert eine Herausforderung. Herausforderung auf 3 Ebenen. Zum einen für einen stabilen und wirtschaftlichen Betrieb zu sorgen, bei Expert für die gesamte IT-Landschaft, für alle Abwicklungen unserer Handelsprozesse. Zum zweiten sicherlich der Versuch, wesentliche Vereinfachungen unserer Prozesse im Handel und in der Zentrale zu realisieren. Und drittens sicherlich die Königsdisziplin zu unterstützen, neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Ich glaube, herausfordernd sind alle Bereiche, wenn ich mal bei den 3 Ebenen bleibe. Aber sicherlich am konkretesten ist es da, wo es um die Vereinfachung der Prozesse geht, weil das für alle Beteiligten erstmal den kurzfristigen und spürbaren Nutzen der Digitalisierung zeigt. Und hier sicherlich ein Projekt wie mit Enayo, nämlich den digitalen Belegfluss zu realisieren, ist sicherlich ein sehr schönes Beispiel für eine gelungene Digitalisierung. Naja, das Umfeld Digitalisierung hat jeden Tag, bringt es Überraschungen mit. Aber wenn man zurückblickt auf die letzten pandemiebedingten Jahre, ist sicherlich die Überraschung für uns gewesen, wie gut tatsächlich virtuelles Arbeiten funktioniert. Das ist vorher immer sehr kritisch besprochen worden. Und wir haben erlebt, dass es tatsächlich möglich ist, über Jahre hinweg digital miteinander erfolgreich zu arbeiten. Auch wenn sicherlich der persönliche Kontakt ganz wichtig für unser Geschäft im Kern ist. Und das andere,
mit einem lachenden und einem weinenden Auge sicherlich die hohe Akzeptanz bei den Endkunden für das Online-Geschäft. Und das ist sicherlich einer der Herausforderungen, mit denen wir uns in den nächsten Jahren noch intensiver beschäftigen müssen. Also ich glaube, ein Weg zurück in die Zeit, wo man sich regelmäßig getroffen hat, die wird es nicht mehr geben, sondern in den nächsten Jahren wird sicherlich darum gehen, ein ausgewogenes Maß an notwendigem persönlichen Kontakt zwischen den wichtigen Partnern bei Expert zu erhalten oder wieder aufzubauen und auf der anderen Seite die Vorteile der wirtschaftlichen, virtuellen Zusammenarbeit dann auch konstant zu etablieren. Gut, Expert ist natürlich ein sehr heterogener Zusammenschluss mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, von Logistik bis Einzelhandel, mal zwei Bereiche, wo Digitalisierung im Tagesgeschäft nicht möglich ist. Pakete können nicht zu Hause gepackt werden und die Kunden sollen auch in unsere Geschäfte kommen. Insofern ist hier sicherlich die Arbeit vor Ort immer noch der Standard, aber in allen anderen Bereichen bis hin, sag mal, von Versicherungsbetrieb über IT bis hin in Verwaltungsbereiche haben wir doch heute einen sehr hohen Anteil, der sich auch nach vorne hin festigen wird an Heimarbeit, weil, wie gesagt, wegzudenken oder zurückzuentwickeln ist es nicht mehr, weil es ganz klare Vorteile fürs Unternehmen und auch für die Mitarbeiter hat. Gut, auch Expert oder wir im Vorstand haben keine Glaskugel und können die Zukunft erst recht bei den momentanen Randbedingungen nicht vorhersagen. Aber sicherlich glauben wir, dass wir heute und in der Vergangenheit Expert so gut aufgestellt haben, dass wir weiter ein wesentlicher Player in unserer Branche sein werden. Und durch die anhaltenden Verdichtungstendenzen in der sehr wettbewerbsintensiven Branche gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten 5 und 10 Jahren weiterhin unsere Marktanteile steigern und damit unsere Bedeutung als Player in unserer Branche weiter ausbauen können. Naja, es bietet sich an, mal auf das gemeinsame Projekt mit Enayo zurückzugreifen, wo wir in den letzten Jahren schon einen sehr schwierigen Prozess, nämlich den gesamten Belegfluss gerade im Rechnungswesen für unsere integrierten Systeme zu vereinfachen und hier ein Archiv, ein revisionssicheres Archiv geschaffen haben, auf deren Basis wir den gesamten Belegfluss der Rechnung heute vollautomatisiert durchführen können. Herr Reinhardt, Herr Dr. Müller hat eben eine Herausforderung angesprochen bei der Vereinfachung der Prozesse im Rahmen der Digitalisierung und dass das Projekt mit Enayo ja ein voller Erfolg war. Wie ist es damals zu der Zusammenarbeit gekommen? Ja, konkret 2012 haben wir uns die Zielsetzung gesetzt, den Prozess des Belegflusses sowohl aus der Expertzentrale zu unseren Gesellschaftern in die Standorte als auch die Belege von unseren Gesellschaftern in die Zentrale zu digitalisieren. Weil bis dato war das der ganz klassische analoge Weg per Post. Und wir haben 2012 auch eine neue Dienstleistung aufgebaut, die sogenannte Mandantenbuchhaltung. Das ist eine Dienstleistung, dass wir unseren Gesellschaftern in der Zentrale buchhalterisch entsprechend unterstützen. Und hier war die Besonderheit, dass wir die Belege, also zum Beispiel Kostenrechnungen, die jetzt bei einem Gesellschafter vor Ort eintreffen, wie wir diese Belege bestmöglich, schnellstmöglich zu uns in die Buchhaltung bekommen, in die Mandantenbuchhaltung. Anfangs hat man ausprobiert, also was ausgefahren war ganz klar der Postweg, das war kein Weg. Dann hatten wir angefangen mit Fax, haben wir aber auch ganz schnell festgestellt, das ist keine Lösung. Und so haben wir dann gesagt, wir brauchen einen Partner, einen Dienstleister, der mit uns hier eine Belegstrecke, einen elektronischen Belegstrecke, elektronischen Belegfluss aufbaut. Wir haben dann ganz klassisch eine Marktanalyse gemacht, das heißt, welche Dienstleister gibt es? Und für uns war eben ganz wichtig, dass wir, wenn wir so eine Partnerschaft eingehen, dass wir gesagt haben, es wird ein langfristiges Thema auch. Und da war uns wichtig, dass wir hier auch einen Partner haben, der auch ja, 5, 6, auch in 10 Jahren einfach am Markt noch existent ist. Das war uns ganz wichtig. Ein weiterer Punkt war, dass die Anforderungen, die wir haben als Expert, dass die auch von dem Dienstleister ja verstanden wird. Also dass er sich auch auf uns einstellt, auf unsere Anforderungen und eben auch mit seiner Expertise uns bestmöglich beraten kann, wie kann man dieses Ziel bestmöglich realisieren. Ein weiterer Faktor war natürlich das Thema der Kosten. Weil es war uns schon klar, wenn wir hier auf diesen Prozess gehen, das Ganze zu digitalisieren und weitere Entwicklungsschritte auch zu gehen, dass das natürlich immer mit Kosten verbunden ist. Und hier war für uns eben auch das ein ganz wichtiger Faktor. Und last but not least aber auch die Menschen. Das heißt, wie ist die Zusammenarbeit? Wie passt es auch zwischenmenschlich? Und das alles zusammen,
Das hat uns dann 2012 zusammengebracht, dass wir uns entschieden haben, das Projekt, diesen Digitalisierungsschritt, den möchten wir gerne mit Optimist Systems gehen. Jetzt haben Sie einen ganz zentralen Prozess angesprochen und sicherlich ist es so, dass man nicht einmal schnipst und da ist das ECM und alles läuft rund. Aus Ihrer Sicht, was waren die größten Herausforderungen bei der Einführung? Ja, also bei uns ist es so, und ich glaube auch, das war auch für Optimist Systems eine große Herausforderung. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir jetzt mal ein System jetzt wollen und das jetzt sozusagen sofort für alle Gesellschafter, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine Lösung haben für den Belegfluss und die Möglichkeit, ja, dieses zu skalieren. Also, dass wir gesagt haben, wir nehmen Gesellschafter für Gesellschafter in Betrieb, wie so eine Art Rollout. Wir haben unseren Pilot hatten wir dann erfolgreich beendet und haben dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir Gesellschafter für Gesellschafter in diesen Prozess mit auf. Und das war eine Herausforderung, weil wir das ganze Thema auch skalierbar machen mussten. Ja. Und aus Sicht der Gesellschafter, aus Sicht des Anwenders, was hat sich geändert? Wie hat sich dadurch das Tagesgeschäft der Anwender geändert? Okay. Also zum damaligen Zeitpunkt auf alle Fälle der Belegfluss. Also der stand zur Verfügung, es wurde am Standort der Beleg gescannt, validiert und dann stand der sofort und bei uns in der Zentrale zur Verfügung. Aber genauso unsere Belege, die wir bis dato dann immer per Post versendet haben, standen sofort dem Gesellschafter für seine Weiterbearbeitung zur Verfügung. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, die physikalische Belegablage war nicht mehr nötig, weil der Beleg digital war. Wir hatten ein Langzeitarchiv dann realisiert. Das heißt, dort können die Belege abgelegt werden, auch archiviert werden. Und eben auch der Belegzugriff auch hat sich komplett verändert. Vor Inayo, vor unserem Projekt, war der Belegzugriff analog. Ich musste an einen Ordner gehen, dort herausnehmen. Jetzt habe ich eine Volltextsuche und kann über beliebige Suchbegriffe den Text heraussuchen. Mhm. Ja, für den Anwender ging es schneller, transparenter, effizienter. Und damit das Ganze nicht theoretisch bleibt, würde ich sagen, schauen wir uns doch Inayo einmal an. Ja, wie eben schon gesagt, habe ich mal ein Beispiel jetzt mitgebracht. Wir haben das hier mal im Screen Recording vorbereitet. Das, was wir jetzt hier sehen, ist jetzt im Grunde eigentlich unsere aktuelle Version. Weil neben dem Belegfluss haben wir das System in den letzten Jahren ja auch weiterentwickelt. Das heißt, wir haben jetzt einen vollen digitalen Rechnungsfreigabeprozess. Und was wir auch mittlerweile können, wir können auch mittlerweile jetzt die E-Mail-Rechnungen archivieren und auch hier direkt im Posteingang mit ablegen. Vielleicht nochmal zu den Begrifflichkeiten. Wir haben eben die ganze Zeit darüber gesprochen, über Navision, über Inayo. Bei uns bei Expert ist das so, dass wir unseren Softwareprodukten, die wir unseren Gesellschaftern zur Verfügung stellen, gerne so Eigennamen geben. Mhm. Das gibt dem Ganzen so eine persönliche Note. Und so heißt zum Beispiel unser Warenwirtschaftssystem Wanda. Und Inayo oder die Kombination Inayo mit Wanda haben wir einfach Oscar genannt. Oscar, wo kommt das her? Das ist Optimal Systems Content Management Archiv. Und so haben wir uns dann damals da kreativ ausgetobt und haben das ganze Thema dann Oscar genannt. So. Super. Das, was wir jetzt hier sehen und den Prozess, den ich mal darstellen möchte, ist hier im Posteingang sind jetzt Belege reingekommen. Das kann jetzt über die Scanstrecke gewesen sein oder als E-Mail-Archivierung. Und hier wird jetzt eine erste Sichtprüfung jetzt getätigt. Also passt das soweit? Ist der Beleg in Ordnung? Und man sieht auch schon, dass für uns wichtig war, dass wir da eine aufgeräumte Oberfläche haben. Ja. Das sollte alles einfach sein für den Anwender, schnell zu erlernen auch. Und ich habe hier meinen Posteingangsbereich und hier sehe ich eben auch, das sind neue Belege, die reingekommen sind. Hier sehe ich die Dateien, die abgelegt wurden und natürlich dann hier auch in der Vorschau den Beleg. Arbeiten Ihre Anwender auf einem oder auf zwei Bildschirmen? Die arbeiten auf zwei Bildschirmen, gerade die auch direkt mit Wanda arbeiten. Das heißt, die haben an dem einen auf dem einen Monitor das Wanda-System und rechts daneben in der Regel dann das System Inayo, wo auch der Beleg dann doch direkt angezeigt werden. Also in der Regel sind es zwei Arbeitsplätze. Okay. Es geht aber auch auf einem Arbeitsplatz mit großem Monitor, haben wir auch. Ja. Das heißt, da ist das in dem System an der Stelle, haben wir beide Möglichkeiten. Gut. Okay. Ja. Jetzt hier in dem konkreten Fall ist es so, wir haben als Beispiel einen Gesellschafter genommen, der eine Verwaltung hat und weitere Standorte. Und jetzt muss dieser Beleg natürlich in den Standort zur Rechnungsfreigabe. Und da ist das folgendermaßen. Man kann jetzt hier einen Zahlungsfreigabeprozess starten. Und der landet hier in diesem Eingangskörbchen. Und jetzt macht sich hier ein Fenster auf. Das heißt, die Person, die jetzt den Posteingang macht, notiert hier jetzt natürlich, was hier wichtig ist. Das heißt, sie schreibt jetzt hier ganz klar rein, bitte prüfen, ob diese
Kfz-Rechnungen, wofür wir eine Rechnung erhalten haben, ob die auch korrekt durchgeführt würde. Man kann jetzt hier auswählen, an wen soll dieser Beleg jetzt weitergesendet werden, also digital weitergegeben werden, und wählt hier den entsprechenden Empfänger aus, geht dann auf Weiterleiten, und ja, jetzt wird dieser Beleg in den Posteingang des, zum Beispiel des Marktleiters gesendet. Das heißt, wenn der Marktleiter, und das sehen wir jetzt hier, diesen Arbeitsplatz, das ist jetzt der Arbeitsplatz des Marktleiters. Sehr aufgeräumt. Das ist uns wichtig, ja. Und auch, man sieht das schon auch vom Strukturaufbau her identisch, weil wir gesagt haben, da sollen sich eigentlich alle Anwender dann schnell wieder drin zurechtfinden. Ja, Marktleiter schaut jetzt hier auf seinen Monitor. Er sieht, er hat hier einen neuen Beleg. Wenn er sich den aufruft, dann wird er hier auch natürlich in der Vorschau angezeigt. Und er hat hier auch das gleiche Fenster, um diesen Prozess jetzt weiterzugeben. Er sieht auch hier, was jetzt im Posteingang erfasst wurde. Also bitte prüfen, ob die Rechnung erfolgreich verarbeitet wurde. Wir nennen das jetzt so einen Arbeitsschritt sachliche Prüfung 2. Mhm. Er überprüft jetzt, sagt, jawohl, diese Rechnung oder diese Kfz-Reparatur ist korrekt durchgeführt worden. Und hier bei diesem Gesellschafter ist das so, dass das Rechnungen dann auch nochmal an die kaufmännische Leitung gehen, damit diese Rechnungen dann für die Zahlung freigegeben werden. Also trägt er hier auch seine Notiz ein. Er sagt, ja, diese Rechnung wurde durchgeführt, und sendet jetzt diesen Beleg auf dem digitalen Weg jetzt an die kaufmännische Leitung weiter. Das ist jetzt der Arbeitsplatz des kaufmännischen Leiters. Man sieht, das ist jetzt genau die Maske, wie wir es eben auch beim Marktleiter hatten. Er gibt jetzt diesen hier auch über das Kästchen entsprechend frei. Hier die komplette Historie. Zum einen aus dem Posteingang, dann aus dem Marktleiter, und er jetzt hier genau der gleiche Arbeitsschritt. Er sagt, jawohl, Zahlung kann vorgenommen werden. Und damit ist dieser Beleg geprüft worden, sowohl sachlich 1, sachlich 2. Er ist jetzt für die Zahlung freigegeben worden. Und das ist dann für uns die Grundlage, wo wir dann in dem Wandersystem diese Belege buchen. Und das sieht dann wie folgt aus. Das haben wir jetzt mal ein bisschen schematisch dargestellt. Das heißt, hier links, das ist der eine Monitor, das ist jetzt diese Wanderoberfläche, nennt sich Buchblatt, wo die Kostenrechnungen erfasst werden. Und hier rechts eben unser soeben gerade gegebene Autoreparatur, die Rechnung. In der Buchhaltung wird jetzt hier diese Buchblattzeile jetzt vervollständigt mit den notwendigen Daten. Und dann, wenn ich die Daten alle erfasst habe, dann habe ich hier eine ganz entscheidende Stelle. Das heißt, ich verknüpfe jetzt diesen Beleg in meinem Wandersystem mit dem Beleg aus meinem Archiv. Damit werden die verheiratet. Und dann am Schluss kann ich hier sagen, soll der Beleg gebucht werden? Jawohl. Und dann ist der Beleg gebucht. Ja. Zahlung freigegeben, Beleg gebucht, mit dem digitalen Beleg verknüpft. Und das war mal der Zahlfreigabeprozess. Hat der Buchhalter dann auch die Möglichkeit, in seinem Wandersystem den Beleg zu sehen, oder arbeitet der dann wieder mit Oskar? Oder kann man das auch direkt in Wander nochmal sehen, den Beleg? Der Buchhalter kann den Beleg direkt in Wander sich anschauen. Das war uns immer ganz wichtig durch die Integration. Hier das Beispiel, was wir jetzt hier haben. Er hat jetzt hier den Kreditoren herausgewählt. Dieser Kreditor hat Posten, also seine gebuchten Rechnungen. Das ist jetzt hier zum Beispiel wieder unsere Kfz-Reparatur. Sie taucht hier auf, und wenn ich die mir auswähle, wird direkt in dem Wandersystem in der Dokumentvorschau der dazugehörige Beleg angezeigt. Ah, also Oskar perfekt integriert in Wander. Richtig, und das war eines unserer Ziele, was wir damit auch realisiert haben. Und es ist eben der Riesenvorteil, ich kann das nicht nur hier auf dem Kreditorenstamm machen, sondern auch, wenn jetzt kaufmännischer Leiter oder auch Geschäftsführung in den Auswertungen BWA oder auch in den Buchhaltungs-, in den Konten entsprechend ist, in den Sachposten, dann kann er von dort aus sich den Beleg auch direkt aufrufen lassen. Prima. Herr Reinhardt, lassen Sie uns noch einmal kurz auf den umgesetzten Prozess eingehen. Aus Ihrer Sicht, was hat besonders begeistert und wo waren vielleicht auch ein paar Bauchschmerzen? Begeisterung kann ich da drei ganz deutlich hervorheben. Das ist zum einen diese hohe Integration. Also die Anwender sind immer davon begeistert, wenn sie in einem Wandersystem sind, auf einem Sachposten stehen, den anklicken, und dann wird der dazugehörige Beleg angezeigt, auf dessen die Buchung erfolgt ist. Das ist sicherlich ein Highlight. Ein zweiter Punkt ist einfach der Zeitgewinn.
Also auch der Zugriff auf die Belege, dass ich den halt digital mache, das ist nochmal ein sehr großes Highlight. Und ein dritter Punkt ist eben die Volltextsuche. Dass durch das Scannen ja der Beleg voll indiziert wird und ich dann über die Volltextsuche, über einen beliebigen Beleg, mir diesen Beleg aus dem Archiv heraussuchen kann. Auch das wieder Schnelligkeit, auch ein ganz anderes Beleghandling, und das wird ganz klar als Highlight empfunden. Wo lagen die Herausforderungen im Prozess? Die Herausforderungen bei uns, ich sagte es ja, dass wir immer schrittweise vorgegangen sind. Also ein Gesellschafter nach dem nächsten, also einen klassischen Rollout gemacht haben. Und für uns sind die Themen Performance und Stabilität ganz wichtig. Und für uns war immer die Fragestellung, wenn wir jetzt 10, 20, 30, 100 Gesellschafter auf dem System haben und dadurch natürlich auch das Belegvolumen sich erhöht, bleibt die Performance und die Stabilität so, wie wir sie brauchen. Und das war immer eine der größten Herausforderungen und auch spannend in dem Gesamtprojekt. Wie hat die Optimal Systems darauf reagiert? Sie haben uns Wege aufgezeigt, also wie man das Risiko reduzieren kann, aber auch gezeigt, dass eben auch andere Kunden mit einem derartig großen Belegvolumen arbeiten, umgehen, und das uns eben dann auch Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie man hier das Risiko minimieren kann, damit das System eben, wie gesagt, die Performance und Stabilität beibehält. Gut, der Uwe Versteeg ist seit 2019 Ihr erster Ansprechpartner für die Beratung und Implementierung neuer Projektanforderungen. Schauen wir doch einmal, wie er das Projekt bewertet. Ich bin Uwe Versteeg, Senior-Projektleiter und Teamleiter im Bereich Professional Services, seit mittlerweile 23 Jahren im Unternehmen, und mit meinem Team, mit 6 weiteren tollen Kollegen, verantworten wir die Einführung von Inayo bei unseren Kunden. Dazu gehört unter anderem die Beratung des Kunden, die Implementierung kleiner Lösungen und auch die Nachbetreuung. Ich wurde 2019 gefragt, ob ich unseren Kunden Expert als Projektbetreuer übernehmen möchte. Die Installation war seit 2019 durch die Zunahme vieler Gesellschafter sehr stark gewachsen, und es gab einige Herausforderungen in puncto Performance und auch mit Blick auf die Schnittstellen. Zudem war das Ausrollen auf weitere Gesellschafter geplant und auch die Einbindung neuer Teilprojekte. Mir hat von Anfang an sehr gut gefallen, dass die Zusammenarbeit sehr konstruktiv und auf Augenhöhe abgelaufen ist. Interessant fand ich, dass mit den sprechenden Namen Oscar und Wanda die beiden Softwareprodukte auf eine persönlichere Ebene gehoben worden sind. Wenn man nicht von Anfang an am Projekt beteiligt ist, ist es eine sehr große Herausforderung, erst einmal den Kunden mit seinen Anforderungen kennenzulernen und auch seine Installation mit allen Besonderheiten. Im ersten Schritt ging es erst einmal um die Identifizierung der aktuellen Probleme und die Anbietung von Lösungen für diese Probleme. Diese haben wir dann in einer offenen Punkteliste erfasst und haben diese in regelmäßigen Jobfixes durchgesprochen. Im zweiten Schritt stand die Einführung von Oscar bei einem weiteren großen Expertgesellschafter im Fokus. Darüber hinaus liefen parallel die Planung für das große Release-Upgrade auf die aktuelle Version. In der Regel führen wir neue Software-Module oder Lösungen erst bei einem Gesellschafter ein. Natürlich sprechen die Gesellschafter auf den Hauptversammlungen miteinander und wollen dann eventuell auch von dieser einen oder anderen Lösung profitieren. So zum Beispiel auch bei der Mail-Archivierung, die wir ursprünglich für einen Gesellschafter eingeführt haben, die mittlerweile aber bei 20 Gesellschaftern aktiv ist. Schön ist es natürlich, die Lösung wachsen zu sehen. Perspektivisch ist natürlich unser Ziel, alle Gesellschafter mit Oscar zu versorgen. Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Expert-Team immer als sehr ehrlich und wertschätzend empfunden. Das ist sehr wichtig für mich, denn es gibt in jedem Projekt Höhen und Tiefen. Und wie gut eine Zusammenarbeit funktioniert, zeigt sich im Projekt, wenn es mal Probleme gibt. Ich habe Expert hier als sehr offenen und zielorientierten Kunden schätzen gelernt. Probleme werden gemeinsam angepackt und aus dem Weg geräumt. Im Nachgang gibt es dann Zeit für die Analyse und die Möglichkeit zur Optimierung. Es gibt tatsächlich noch Gesellschafter, die kein Oscar im Einsatz haben. Wir versuchen, das Expert-Team dabei zu unterstützen, Oscar an weitere Gesellschafter auszurollen. Zusätzlich haben wir einige Projekte wie einen Zahlfreigabeprozess, eine Rechnungseingangsverarbeitung als Serviceleistung sowie das Upgrade auf das aktuelle Inayo Release 10 geplant. Ich hoffe, dass ich Expert in den kommenden Jahren weiter begleiten darf und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen und darauf, das System weiter wachsen zu sehen. Ja, Herr Reinhardt, inwieweit decken sich denn diese Schilderungen von Uwe Versteeg zu dem Projektverlauf?
aus Ihrer Sicht? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Interessant fand ich eben, dass er das auch hervorgehoben hat, dass wir so eine Lösung entwickelt haben, die wir innerhalb der Expertwelt ja auch weitervermarkten. Also ein Gesellschafter nach dem anderen. Auch das Thema mit der Mail-Archivierung war auch für uns ein spannendes Thema. Und dass wir aus so einer Pilotidee eine Lösung auch aufgebaut haben, die wir jetzt ja weiter skaliert haben, weiter bei den Gesellschaftern integriert haben. Und ja, auch die Zusammenarbeit, auch wie er das sagte, empfinden wir auch als sehr vertrauensvoll und auch auf Augenhöhe, genau wie er es gesagt hat. Was würden Sie sagen, wie geht es weiter mit Oskar und Wanda? Wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren? Für uns natürlich wichtig, innerhalb der Expertwelt das System weiter auszurollen. Dann haben wir vor, den Gesamtprozess durch mehr KI noch weiter zu optimieren. Und ja, natürlich schauen wir auch nach vorne hinsichtlich des nächsten Updates, auf das wir uns vorbereiten. Das sind so die drei Kernschwerpunkte, die wir jetzt so auf der Agenda stehen haben. Da kommen spannende Zeiten, ich bin mir ganz sicher. Herr Reinhardt, vielen Dank. Ich habe zu danken. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das war unsere erste Folge Mahlzeit. Uns hat es Spaß gemacht. Bleiben Sie neugierig, seien Sie das nächste Mal dabei. Tschüss.